Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es weiter mit der Jahresarbeit und heute wird gekocht. Außerdem kriegst du das Rezept, das kannst du dir natürlich unten in der Videobeschreibung unter dem ersten Link herunterladen. Zuerst brauchen wir eine Paprika, ein paar Tomaten, ein paar Erbsen und natürlich die Farfalle, also die Nudeln für den Nudelsalat. Wir setzen Wasser auf, damit es kocht, damit die Nudeln später gekocht werden können. Die Erbsen kommen in die Schüssel und die Paprika wird gesäubert, entkernt und dann in mundgerechte Streifen geschnitten. Und anschließend kommen die Paprikastreifen dann zu den Erbsen in die Salatschüssel. Weiter geht es mit den Tomaten. Die kleinen Datteltomaten werden einmal halbiert und anschließend kommen diese dann auch wie die Paprika zu den Erbsen in die Salatschüssel. Für das Dressing brauchen wir diese Zutaten. Kannst kurz pausieren und anhalten, damit du weißt. Noch ein bisschen Orangensaft, ungefähr 50 ml, 5 bis 6 Esslöffel Olivenöl und 5 bis 6 Löffel ebenfalls Balsamico-Essig. Da nehme ich Weißes, das ist ein bisschen angenehmer als das Dunkle. Ein bisschen Currypulver, ein bisschen Kräutersalz, um das Dressing gut zu würzen und auch dem Salat die Würze zu geben. Da musst du ganz für dich individuell anpassen, wie viel du da brauchst. Und natürlich ein bisschen Pfeffer. Um ein bisschen Farbe in das Dressing zu bringen, kommt etwas Johannisbeergelee dazu. Anschließend gut mixen und erstmal beiseite stellen. In das kochende Nudelwasser kommen jetzt die Nudeln und die garen fleißig vor sich hin. Da darfst du auch wieder entscheiden, wie bissfest du die Nudeln magst. Das Nudelwasser wird nun abgegossen und dann kommen auch schon die Nudeln zu den anderen Zutaten in die Salatschüssel. Nun wird einmal gut durchgerührt, damit alle Zutaten sich gleichmäßig in der Schüssel verteilen, alles gut durchgemengt ist und nicht irgendwo sich Nudeln ansammeln oder irgendwelche Erbsenklumpen am Boden festkleben. Da kann man gerne einen Augenblick Zeit verwenden und dann kommt auch schon das Dressing drüber. Und dann geht die ganze Prozedur von vorne los. Das Salat wird einmal gut durchgerührt, bis er dann ungefähr eine halbe Stunde ruhig stehen kann, um dann verzehrfertig zu sein. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, dieses Rezept nachzukochen und guten Appetit wünsche ich dir. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.